Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du deine Intuition oder auch dein Bauchgefühl trainieren kannst. Was ist denn die Intuition? Was ist denn dieses Bauchgefühl und warum ist es so wichtig, dass wir das wieder zum Leben erwecken? Weil ich kenne das von mir. Ich war dann so, ja, wo bist du denn? Bauchgefühl? Hallo? Hallo? Ich höre dich einfach nicht. Und das ist auch für die meisten das Problem. Das Bauchgefühl ist da, die Intuition ist da, aber wir hören es einfach nicht, weil unsere Gedanken so laut sind. Diese Gedanken, die geprägt sind von unseren Gefühlen, von dem, was wir schon erlebt haben. Und das ist nicht die Wahrheit, die da aus uns spricht. Und vor Jahren habe ich die unglaublich tolle Erfahrung gemacht, dass es das Leben um so vieles erleichtert, wenn man Entscheidungen mit Hilfe der Intuition trifft. Ich habe mich immer schwer damit getan, Entscheidungen zu treffen. Das hat mich tagelang, wochenlang gequält. Ich konnte mich einfach nicht für was entscheiden. Und irgendwann bin ich dann auf eine Meditation gestoßen, die Intuition geweckt hat. Und in dieser Meditation konnte man eine Frage stellen, die dann während dieser Meditation ganz intuitiv beantwortet wurde. Und zum einen war das so ein schönes Gefühl, ein Gefühl von Vollkommenheit, von Ankommen, von Wahrheit, von Authentizität, diese Stimme zu hören, die auch kennenzulernen. Also diese Intuitionsstimme, dieses Bauchgefühl ist auch bei jedem anders. Bei mir sind das ganz klare Worte, einzelne klare Worte. Bei anderen sind das eher Gefühle oder Bilder oder etwas, was gar nicht in dem Moment kommt, während man die Frage zum Beispiel in einer Meditation stellt, sondern was dann Tage später in Form von Bildern, Gefühlen oder auch Dingen, die uns begegnen, Antworten liefern. Und bei mir ist aber eine ganz klare Stimme und das ist zum Glück bei mir, so kann man die von, wie soll ich das sagen? Also man hat auf der einen Seite die Intuition und auf der anderen Seite unsere Prägungen, die Entscheidungen für uns treffen. Da spielt aber auch das Ego eine Rolle und das, was wir gerne wollen, was vielleicht nicht immer das Richtige ist. Und diese Stimme hier, die ist sehr schnell, die ändert auch ganz schnell ihre Meinung. Die hat bei mir ganz, ganz viel zu sagen. Und die Intuition, die ist laut, die ist klar und die ist einsilbig. Und deswegen kann ich die beiden zum Glück sehr, 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 sehr gut unterscheiden. Und das war von Anfang an so. Aber das kann bei jedem unterschiedlich sein. Schreib doch gerne mal unten in die Kommentare jetzt direkt, mach einmal Pause, wenn du schon mal diese Intuition gespürt hast, gehört hast, wie die sich bei dir äußert. Ob auch in Worten, in Bildern, in Gefühlen, wo da bei dir der Unterschied liegt und ob du das schon gut unterscheiden kannst. Am Anfang ist es auch noch schwer und ich habe das auch manchmal noch, dass sich halt das Ego und die Prägung da so drüber legen, dass die Intuition gar nicht klar mit mir sprechen kann, weil sie überlagert wird von dem anderen. Dazu komme ich jetzt aber noch im Laufe des Videos, was man da tun kann. Also es ist bei mir im Alltag auch so, dass ich weiß, dass im Alltag meine Intuition, mein Bauchgefühl nicht stark genug sind. Also dass ich meine Intuition gerne noch trainieren darf. Also wenn ich wirklich sage, ich möchte eine Entscheidung mit Hilfe meiner Intuition treffen, dann gehe ich in Meditation. Dann gehe ich in Meditation, dann entspanne ich mich, dann gehe ich in mir und dann gebe ich dem ganzen Raum und dann kann ich auch darauf hören. Aber so, dass ich sagen kann, fahre ich jetzt rechts oder links und das intuitiv entscheiden kann, nope. Also da bin ich auch noch dabei, das immer weiter zu stärken. Und ich glaube, auch das ist bei jedem unterschiedlich, wie gut man auf seine Intuition hören kann, die spüren kann. Das ist halt die Frage, ob man die schon unbewusst in der Vergangenheit trainiert hat oder immer wieder trainiert, ob die sehr stark überlagert wird von, wie gesagt, Ego, Erfahrungen, die wir gemacht haben, Gedanken, Gefühlen, was auch immer. Ich habe einmal drei Affirmationen mitgebracht, die du dir auch gerne aufschreiben kannst. Ich schreibe die auch nochmal unten in die Infobox. Wenn du deine Intuition stärken möchtest, dann schreib die zum Beispiel auf Post-its.
diese drei Affirmationen und klebte die irgendwo hin in der Wohnung, wo du die oft siehst. Und schon so kannst du ganz nebenbei deine Intuition trainieren. Affirmation Nummer 1. Ich bin jetzt bereit, intuitive Botschaften zu empfangen. Nummer 2. Ich öffne mich für meine innere Stimme. Nummer 3. Meine Intuition arbeitet zu 100% genau. Und das ist für mich manchmal auch oft ein Problem, wenn ich eine Entscheidung treffe und so einen Wunsch hätte, was die Antwort sein sollte. Und da ist dieser Punkt, wo dann die Intuition oft noch überlagert wird. Oder wenn ich dann intuitiv eine andere Antwort bekomme, bin ich natürlich enttäuscht. Aber man muss dieses Vertrauen, und ich glaube, das kann man auch lernen mit der Zeit, in seine Intuition bekommen, das ist immer die richtige Entscheidung. Auch wenn wir uns eine andere Entscheidung wünschen würden, eine andere Antwort wünschen würden, das ist immer die richtige, weil das ist die Wahrheit, die aus dir heraus spricht. Und wie kann man das jetzt trainieren? Also wie gesagt, ich mache da super gerne Meditationen. Da kann ich euch auch mal was in der Infobox verlinken, wo man die Intuition quasi weckt und dann auch eine Frage in dieser Meditation stellen kann. Man kann das trainieren mit so Dingen, man legt sein Handy weg, es klingelt, man guckt nicht drauf und intuitiv überlegt man, oder nicht überlegt, sondern es ist ja so eine Sache, wer ruft da gerade an? Oder ich lege mein Handy für eine Stunde weg und bevor ich drauf gucke, überlege ich, wie viele Nachrichten habe ich jetzt. Das trainiert die Intuition. Dann hilft es auch noch, mehrmals am Tag in die Verbindung zu uns zu gehen. Also umso stärker die Verbindung zu uns selbst ist, zu unserem Inneren, umso stärker ist natürlich auch unsere Intuition. Und das kann man machen, indem man, das können wir eigentlich jetzt gerade mal gleich zusammen machen, einmal tief durchatmen. Ich bin. Lass das einfach mal in dir nachhallen, in dir wirken. Ich bin. Das sind zwei ganz starke Wörter. Ich bin. Hier, präsent, da, echt. Und dieses immer wieder in sich hineinspüren, diese Verbindung zu sich stärken, dieses Ich bin, das stärkt unsere Intuition im Alltag. Was du auch tun kannst, ist das dritte Auge zu stärken, also auch das Stirnchakra, aber auch zum Beispiel das Nabelchakra, weil das auch mit unserem Bauchgefühl zusammenhängt. Und wenn du dann zum Beispiel Fragen stellst, so wie ich das halt gerne mache, dann solltest du bei der Formulierung auf ein paar Dinge achten. Die Fragen sollten so formuliert sein, dass sie deine innere Weisheit aktivieren und den Verstand in den Hintergrund treten lassen. Den Verstand, das ist das, was wir dann nicht brauchen, der darf in den Hintergrund treten. Die Fragen sollten nicht nur mit Ja oder Nein beantwortet werden können, weil da auch wieder meist unsere Gedanken eingreifen und die Intuition blockieren. Es sollten Fragen sein, die neue Antworten herauskitzeln. Also offene Fragen. Mit offenen Fragen kann unsere Intuition am besten umgehen. Und bevor man die Fragen stellt, und das ist für mich der schwierigste Part, werd innerlich neutral. Löst dich von der Antwort, die du gerne hören möchtest. Und solche Formulierungen könnten zum Beispiel sein: Was brauche ich heute? Was tut mir allgemein gut? Wie kann ich meine Kinder am besten unterstützen? Das sind offene Fragen, die du stellen kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dich inspiriert, dich mit deiner Intuition, deinem Bauchgefühl mehr auseinanderzusetzen, ein Gefühl dafür zu bekommen, das ein bisschen zu trainieren und gerne gleich auch mal anschließend in einer Meditation kennenzulernen, ausprobieren, dieses Gefühl zu erfahren, wie das ist, wenn man mit Hilfe der Intuition Entscheidungen trifft. Ich hoffe sehr, dass dir das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Und wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, tschüss!